Wir gucken uns jetzt mal an, was Konzentration und Stoffmenge eigentlich mit der Neutralisationsreaktion von Säure und Lauge zu tun hat. Ich habe jetzt hier einen, einen Stoff, zum Beispiel eine Säure, und die gelben Teilchen sollen die H- oder H3O-Ionen sein. Ist aber auch vollkommen egal, es geht jetzt erstmal um die Konzentration. Wie man sehen kann, ist je mehr ich von dem Stoff insgesamt nehme, auch immer mehr von beiden Teilchensorten da. Ich habe hier immer 20er Blöcke und da sind immer zwei gelbe Teilchen drin. Das heißt also, 2 auf 20 Teilchen insgesamt gehören zur Säure. Damit kann man eine feste Konzentration, also ein Verhältnis von gelben Teilchen zu Gesamtteilchen angeben. Hier kann man das nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gelbe Teilchen. Auf insgesamt 120, das heißt wir haben ein Verhältnis von 12 zu 120. Damit ergibt sich eine Konzentration von 12 120, also 0,1 gelben Teilchen, auf blaue Teilchen. Und das kann man als Konzentration entsprechend angeben. Jetzt kann man natürlich auch andere Konzentrationen nehmen. Hier haben wir jetzt nur ein gelbes Teilchen auf 20 blaue auf 20 Teilchen insgesamt. Das heißt also, wir haben nur die halbe Konzentration von dem, was wir eben hatten. Das wäre also eine Konzentration von 6 Teilchen auf insgesamt 120, heißt also 620stel wäre die Konzentra wäre das sozusagen. Also wir haben eine Konzentration von 0,05 gelben Teilchen auf blaue Teilchen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt möchte ich gerne die Säureteilchen neutralisieren und komme mit einer Lauge. Diese Lauge soll die Gleichkonzentration an Hydroxidionen haben, hier im Bild pink, wie die Säure an H3O-Teilchen hier im Bild gelb. Und für jedes H3O-Teilchen brauche ich ja genau ein Hydroxidion, also OH-Teilchen, um es zu neutralisieren, wie man hier jetzt sieht. Ein gelbes, ein pinkes Teilchen zusammen gibt blau. Um alle zu neutralisieren, brauche ich dann natürlich sechs Teil, Sechs Hydroxidionen. Also auch entsprechend sechs Volumenteile, wie man hier jetzt im Bild gerade sieht. Und die kann man jetzt gemütlich alle rüberschieben und sieht, für jedes H3O Plus-Teilchen gibt es genau ein Hydroxid-Ion und ein Hydroxidteilchen. Und damit habe ich sämtliche H3O Plus-Ionen in der Lösung neutralisiert. Jetzt machen wir das Ganze mal mit der doppelten Laugenkonzentration. Also zwei Hydroxidionen auf insgesamt 20 Teilchen. Wir haben hier wieder eine Konzentration von 0,1 pinken Teilchen auf blaue Teilchen insgesamt. Oder auf Teilchen insgesamt. Ja, nicht, auf, nicht nur auf die blauen, sondern insgesamt Teilchen. Und jetzt würde ein Volumenteil ausreichen, um zwei H3O-Plus-Ionen zu neutralisieren, wie man hier sieht. Das heißt, wir brauchen nicht nur ein Volumenelement, sondern wir brauchen genau drei davon. Die besorge ich mir jetzt, indem ich das Ganze ein klein wenig kopiere. Und jetzt wird man gleich sehen, dass diese sechs Hydroxidionen vollkommen ausreichen, um die Säure zu neutralisieren. Das heißt, wir brauchen nur die Hälfte der Lauge, um die Säure zu neutralisieren. Das kann man jetzt auch als Rechnung zeigen. Die Teilchenzahlen, also N1 und N2 von Säure und Lauge, müssen ja gleich sein, damit das Ganze neutral wird. Eine Konzentration kann man aber als Teilchenzahl pro Volumen angeben. Das wäre in der Chemie das Einfachste, wenn man mit Teilchenzahlen rechnet. Das kann man natürlich auch in Masse umrechnen und in sonst was. Und wenn die beiden Teilchenzahlen gleich sein müssen, dann kann man auch schreiben, dass immer das Produkt aus Konzentration und Volumen gleich sein soll weil man die obere Gleichung umstellen kann, c gleich n durch v ist n gleich c mal v. Und wenn man jetzt die eine Konzentration berechnen möchte, dann muss man natürlich die Gleichung entsprechend auflösen und dann die anderen Werte einsetzen und ausrechnen. Das mit dem Ausrechnen, das gucken wir uns jetzt noch mal ein kleines bisschen genauer an. Wir hatten ja eben die Gleichung, ich wiederhole sie noch mal: Konzentration ist Stoffmenge durch Volumen, also c gleich n durch v. Das haben wir umgeformt, oder habe ich umgeformt, in n gleich c mal v. Das könnte man sich auch wieder mit dem Dreieck merken. weil wir es hier mit einer Gleichung haben mit drei Unbekannten, dass n, c und v hier stehen. Das Dreieck ist aus der Physik bekannt. Wenn ich jetzt die beiden Stoffmengen gleichsetze, dann habe ich ja da stehen c1 mal v1 gleich c2 mal v2. Wenn ich jetzt die eine Konzentration hier, zum Beispiel das c2, berechnen möchte, dann muss ich die Gleichung ja so umformen, dass das C2 alleine auf einer Seite steht. Das mache ich, indem ich auf beiden Seiten durch das Volumen teile durch V2 und dann habe ich da stehen, C1 mal V1 durch V2 ist gleich C2. Jetzt kann man zum Beispiel bestimmen, wie viel Säure eigentlich in einer bestimmten Lösung ist, wenn man das nicht vorher selbst eingefüllt hat und das nicht genau weiß. Das heißt, die Konzentration der Säure hier ist gefragt. Dazu stellt man sich eine genau definierte Natronlauge her. Das ist relativ einfach. Natriumhydroxid kann man abwiegen und ausrechnen, wie viel da drin ist. Wir bauen uns jetzt eine, die genau eine Konzentration von 0,1 Mol pro Litern hat. Und jetzt geben wir zu zum Beispiel. 10 ml Säure, also VH3O plus soll 10 Milliliter sein. So viel Natronlauge, dass genau die Lösung neutralisiert ist. Das kann man ja mit Hilfe eines Indikators zeigen. Und wir werden sehen, es werden zum Beispiel genau VOH-5. Milliliter sein. Jetzt kann man im Prinzip sogar schon im Kopf ausrechnen. Wenn ich die Hälfte an Lauge brauche, um die Säure zu neutralisieren, dann muss die Säure eigentlich nur die halbe Konzentration der Lauge haben. Das kann man aber auch rechnerisch nachweisen. Wir setzen das mal diese Zahlenwerte einmal in diese Formel hier ein. Schauen uns das Ganze mal an. COH minus 0,1 Mol pro Liter kein Gleichheitszeichen, sondern ein mal 5 Milliliter die Konzentration der Natronlauge, hier COH- und VOH-, muss das gleiche sein, durch das Volumen der Säure, was ich ja vorher abgemessen habe. Das kann ich ja messen. Ich weiß ja, wie viel Säure ich da irgendwo reinkippe, also durch 10 Milliliter. Und dann kann ich das Ganze ausrechnen. 0,1 mal 5 durch 10 ergibt 0,05 und als Einheit ergibt sich netterweise, weil man ja die Milliliter gegen die Milliliter kürzen kann, Mol pro Liter. Und das ist jetzt die Konzentration der Säure, die ich vorhin gesucht habe. So einfach kann man mit dieser Formel rechnen.